Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die John Bello Story 3 Box von Cool Savage. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. John Bello Story 3 von Cool Savage, das Ganze 2010 erschienen. Wie es der Name vermuten lässt, ist es der dritte Teil der John Bello Story und auch der Abschluss der Trilogie. Also es ist bis dato der letzte Teil und es ist wohl nicht annehmbar, dass noch ein vierter Teil erscheinen wird. Ja, das Ganze in einer Steelbox erschienen damals. Wir haben hier eine schwarz-rote Steelbox, das Ganze auf 7000 Stück limitiert. Auf der Vorderseite, auf dem Cover, haben wir hier einmal den Interpreten Cool Savage abgebildet, in diesem typischen Schwarz-Rot, wie auch schon die anderen Teile der John Bello Story waren. SH Entertainment präsentiert, Cool Savage lesen wir hier. Und darunter lesen wir SR Edition, also so nennt sich diese Box hier, SR Edition, John Bello Story 3, featuring Azad, Curse, Oli Banjo, Urchandise, Mo Mitchell, Amar, Ying Yang Twins, Frankie Kubrick, Sinan, Kaz, Motrip und Buddy Ogun. Ja, das sind auf jeden Fall einige Features. Hier unten dann in Rot-Weiß Cool Savage, rechts John Bello Story 3, oben wieder Cool Savage und links John Bello Story 3. Auf der Rückseite haben wir keine Tracklist oder keinen Boxinhalt, sondern hier wirklich nur ein Foto von Cool Savage, in diesem Fall mit einem Bandana im Gesicht. Und hier unten haben wir dann noch die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So geht das Ganze auf. Und was wir jetzt auch noch sehen, das Ganze ist hier entsprechend geprägt. Also hier unten der John Bello Story 3 Schriftzug und hier oben der Cool Savage Schriftzug sind hier so geprägt. Das spürt man auch. Ein nettes Detail am Rande. So, wir kommen zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal eine Cap mit dabei. Dann haben wir das Booklet zum Album bzw. zum Mixtape. Dann einen Flyer. Einen zweiten Flyer oder so ein Infozettelchen. Und dann haben wir noch die zwei CDs. Gut, ich würde sagen, wir starten als erstes mal mit dem Booklet und dann kommen wir zu den CDs. Packen wir mal zur Seite. So, also das Booklet, wie auch schon die Box in diesem Hochformat gehalten, ist vom Design her, also von der Vorderseite genau wie auch die Box. Allerdings auf der Rückseite haben wir eine kleine Variation, denn wir erinnern uns, jawohl, das sieht etwas anders aus. Bandana ist zwar im Gesicht, aber die Pose ist dann doch eine andere. Auch hier haben wir wieder die Credits zum Album. Dann schauen wir mal hinein. Also das ganze Artwork ist in so diesem Schwarz-Rot gehalten. Und dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks. Also hier wirklich Track für Track aufgeschlüsselt. Wer wurde gefeatured? Wer hat das Ganze produziert? Wer hat das geschrieben? Von wem kommt die Musik? Wo wurde das aufgenommen? Und wer hat das gemixt? Ja, also sehr detailliert, Track für Track hier alles erklärt. Das Ganze dann natürlich unterlegt mit Fotos des King of Rap. Sieht hier nach einer Kabine aus, also so eine Aufnahmekabine mit Schallschutz. Dann hier wieder der typische Tunnel, in dem das Artwork hier auch vom Cover stammt. Jawohl, hier über beide Seiten. Ja, also wie gesagt, hier im Tunnel hat sich einiges des Artworks zugetragen. Und dann haben wir hier dann noch die Bonus-CD. Also wir merken uns, wir haben hier dann, habe ich jetzt überblättert, genau, 16 Tracks sind regulär auf dem Album drauf. Und dann haben wir noch die Bonus-CD, die hier ebenfalls angegeben ist, mit insgesamt 7 Tracks. Also, so sieht das aus. Dann haben wir noch zum Abschluss die Infos und das war somit zum Booklet. Gut, dann kommen wir mal zu den CDs. Die sind hier eingefasst in diesen Plastikrahmen. Und zwar haben wir hier einmal die Album-CD, auch hier wieder in diesem Tunnel aufgenommen, SR Edition John Bello Story 3. So sieht das aus. Und dann haben wir noch die Bonus-CD, die wir ja schon im Booklet aufgelistet hatten.
Also auf dieser Bonus-CD dann die 7 Extra-Tracks, die 7 Bonus-Tracks. Und die CD ist natürlich auch wieder in diesem Schwarz-Rot gehalten. Dann packen wir die hier mal wieder rein. So. Booklet ist erledigt. Dann kommen wir zu diesen beiden Flyern. Und zwar haben wir hier einmal so einen kleinen Infozettel von 100%. Hier haben wir Savage, sieht wohl nach einem Hotelzimmer aus, trägt eine Jogginghose dieser Marke. Und dann haben wir hier im Hintergrund zwei leicht bekleidete Damen. John Bello besorgt dir Prozente bei 100%. Jawohl. Welche Hosen hat John Bello Welche Hosen hat John Bello denn heute angezogen? Na sowas, seine Spendierhosen. Deswegen besorgt er jedem stolzen Besitzer der Esser Edition von der John Bello Story 3 Prozente bei der Kultmarke 100%. Mit diesem Code bekommst du einmalig 15% auf deine Bestellung. Jetzt bestellen und fresh aussehen. Okay. Ja, ich muss ehrlich sagen, mittlerweile ist diese Marke nicht mehr so präsent. Früher war sie das etwas mehr. War auch damals bei Rapper Mittwoch anfangs sehr, sehr stark vertreten, die Marke. Jetzt sehe ich sie ehrlich gesagt kaum noch. Und scheinbar hat der King of Rap damals auch irgendeine Kooperation mit ihnen gehabt. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich gerne testen, ob dieser Code noch wirksam ist. Ich habe keine Verwendung dafür. Und scheinbar ist er auch für unlimitiert Leute, also dürfte mehrmals verwendet werden, dürfte mehrmals zu verwenden sein. Dann haben wir hier einen Tourflyer zur John Bello Story 3 Tour 2010. Hier haben wir die gesamten Tourdates aufgelistet, also das war echt eine unfassbar lange Tour. Und auf der Rückseite haben wir dann noch Merchandise von Savage. Also alles hier zum Thema John Bello. Gut. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch einen Plastikbeutel. Machen wir mal auf. Und hier haben wir dann eine Cap. Wer hätte das gedacht? Von der Marke 100%. Also wir haben hier eine schwarze Cap mit aufgesticktem Cool Savage Schriftzug hier auf der Vorderseite, schwarzem Schirm. Links auf der Seite haben wir noch diesen Schriftzug hier, John Bello Story 3. Auf der Rückseite 100%, auch in schwarz hier aufgestickt. Hier ist noch ein Faden. So, das Ganze ist dann mit einem Klettverschluss, also keine Snapback. Man kann das Ganze hier dann entsprechend mit Klettverschluss Größen verstellen. Auf der rechten Seite haben wir sonst nichts. Dann haben wir hier noch einen Anhänger. Was lesen wir hier? 100% vor Cool Savage. Okay. Produktkappe. Hergestellt. 100% Baumwolle. Dann haben wir noch die Waschanleitung. Und das Ganze ist produziert in China. Grüße gehen raus. Ja, und das Ganze wurde dann hier produziert für 100%. Also 100%. Ist ja meines Wissens eine polnische Marke. Von unten sieht der Schirm dann so aus. Was lesen wir hier? Auch wieder Cool Savage. Allerdings in so einer Tag-Optik, also so mit schwarzem Stift hier. Jetzt wäre das reingetaggt. Der Schirm ansonsten hier weiß. Dann haben wir hier noch 100% vor Cool Savage. Und hier dann auch nochmal 100%. Ah ja, hier haben wir dann auch nochmal die Info. 100% Baumwolle. Made in PRC, also Made in Public, was sage ich, wie heißt es nochmal, PRC, ich glaube People's Republic China, also PRC ist auf jeden Fall China. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Cap von 100%, dann das Booklet zum Album John Bello Story 3, so wie dieser Infoflyer hier zur Tour und natürlich dieser Infozettel hier mit Bonus, ja, Rabattcode für 100%. Und natürlich die zwei CDs, die Album-CD mit 17 Tracks und
Nein, 16 Tracks und die Bonus-CD mit 7 Tracks, womit wir auf insgesamt 23 Tracks kommen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box John Bello Story 3 in der Esser Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kool Savas unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.